Oh nee, mein Sohn bekommt einen Alu-Drop. Meine Frau bekommt einen griechischen Bauernsalat. Ich bekomme zwei Sachen. Ein Dankeschön. Ein Sandwich mit Mais und gegrilltem Gemüse, aber hallo? Da bin ich aber jetzt begeistert. Und ich bekomme die Quattro Formaggi, die obligatorische. Und der andere Sohn bekommt gleich die Nudeln. Der wartet schon ganz sehnsüchtig. Oje, ich glaube, er verhungert, bevor die Nudeln kommen. Oh, was machen wir denn jetzt? Die werden gerade gesalzen. Du, mach mal auf, dass man da sieht, was drinnen ist. Salat. Und Mais. Salat. Und Falafel. Falafel, Melanzane, Zucchinis. Lecker. Und die Nudeln. Wow, die sind aber, jetzt will ich auch Nudeln. Ach. Hallo alle, ich bin's wieder, alter Knack aus dem rostigen, regnerischen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Spontanerweise gibt es heute einen Kindergartenbetrieb. Es beginnt gerade zu tröpfeln. Das ist optimal. Wir wollen gerade mit der Minigolfbahn weitermachen. Also Minigolfbahn weitermachen. Da freue ich mich gleich, wenn es jetzt tröpfelt. Das ist ja eine super tolle Ausrede, dass ich hier nichts tun muss. Ich habe gestern wieder ein nettes Telefonat gehabt und habe generell das Thema, dass gerade so ein bisschen die Traurigkeit wieder hochkommt und da kommt die Wiese wieder hoch und da steht der Rasenmäher. Da kann man sich seine Teile dazu denken. Und da ist halt die Überlegung, wie tun wir denn da damit jetzt? Andererseits hätte ich ja gerade die Schweißmaschine in der Nähe, da könnte ich da diese Balken machen. Ich werde da doch reduzieren, aber lassen. Das ist so der Plan. Da freut sich der Vater und ich freue mich und dann freuen wir uns alle. So, der fährt schon mal. Und ich fahre jetzt wo die anderen. Ich glaube, ich habe gerade 4 unterwegs und alle stehen jetzt wieder. Jetzt regnet es wirklich, nur da werde ich nicht lang draußen sein. Oder? Ach, da steht auch einer. Schaut, wie kommt denn der daher? Naja. Ja, ich habe gestern eine glorreiche Eingebung gehabt, über die ich euch irgendwann mal informieren werde. Mal schauen, ich glaube, der hat jetzt keinen Strom mehr, wenn er da rumsteht. Nein, er ist sowohl kein Strom als auch. Und weiß noch nicht so recht, wie ich da tun werde. Aber wir machen das schon. Die Hütte liegt schon ganz, falls ich euch das noch nicht gezeigt habe. Ja, und jetzt überlege ich so. Ich lache gerade, ich zeige euch warum. Überlege ich so, wie ich da heute tue. Na, es ist mir jetzt eindeutig zu feucht. Fast die Überlegung, ein bisschen früher aufzusperren. Aber 11 reicht, oder? Ja, 11 reicht. Ja, schaut, habe ich ja dieses Bockerl hergestellt, damit die Dachrinne da werkt. Und der Mäher fährt immer drunter und drückt sich selber stopp. Aber er fährt da brutal drunter, der hat überhaupt keine Hemmungen. Naja, so ist das. Ja, was soll ich euch erzählen? Was will ich euch erzählen? Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen könnte. Deshalb mache ich mal die blauen Wolken und dann schauen wir weiter, oder? Also, klare Aussage. Es ist zwar schon so ein bisschen feuchtlich, aber bei weitem nicht ernsthaft feucht. Deshalb werde ich jetzt wirklich auf den Traktor springen, werde die Gabel montieren und dann mache ich mit meiner Midi-Golf-Geschichte weiter. Und wenn es wirklich regnet, kann ich ja jederzeit aufhören. Das ist das große Konzept. Ich war recht fleißig. Ich habe heute schon ernsthaft mit einem Modular-Building von Lego begonnen. Das ist, wie soll ich sagen, die eher teure Abteilung, wo man 100.000 kleine Teile, so 1x1er und so Geschichten, in ein Gebäude pflatscht auf eine 38x38er Platte. 32x32er Platte, so. Wird spannend. Schauen wir mal, ob mir das Spaß macht. Ansonsten geht es mir gut. Ich hoffe, also wenn es euch nur halb so gut geht wie mir,
kann man sich nicht beschweren, sage ich mal. Das Kreuz tut so ein bisschen weh. Meine Frau würde sagen, das ist vom Alter. Ja, mehr, nein, noch fairer. Steht schon wieder, wollte ich sagen. Und so machen wir das jetzt. Ja, das ist das Konzept. Koppelzaun wollte ich machen. Ein Baggerfahrer habe ich schon wieder angelacht. Die Kegelbahn schwirrt im Kopf herum. Es ist sehr viel zu tun. Und die Wiese, die macht sowieso was sie will. Schaut sich die Wiesen an. Da wollte ich halt meine Frau fragen, ob man die jetzt schon offiziell das Pferd pinkelt. Naja, warum nicht? Soll es pinkeln. Ob man die schon umbaut. Ja, so machen wir das. Und sollte mir irgendwas Glorreiches heute in den Kopf kommen, dann würde ich mich melden. Und wenn nicht, tja, dann nicht. Ha, weiter geht's. Ich habe mir nicht getan, ich habe mir nämlich voll weh getan. Das schaut so nicht nach viel aus, aber ich bin da seitlich gegen eine Eternitbahn. Au, ich sag's euch, der Fuß ist noch da, aber das Bein meint, oh weh. Jetzt habe ich noch intelligenterweise die falsche Bahn auf der Gabel. Es ist ein Bauer. So ist das, liebe Freunde der Blasmusik. Heute bin ich ein bisschen frustriert. Es ist nämlich ein Jetzt bin ich frustriert, nicht heute. Haha, weil es ist jetzt gerade vorhin ein Schreiben gekommen. Habe ich gewusst, dass das kommt. Trotzdem hat es mich wieder frustriert, weil der Selbstschutz heute nicht gut funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich hungrig bin. Und das bringt uns zum wichtigen Punkt, dass meine Frau heute kocht. Ja, und jetzt werden wir schauen, was sie gekocht hat, die Frau. Da werden wir noch die Hände waschen. Ich habe nämlich fleißig Lego gebaut und an einen Kegelautomaten rumgetan, was nicht so lustig war, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Hallo Hunzi, der Hunzi ist da. Haben wir noch die Schranken und dann schauen wir mal, was es zu essen gibt. Ach, da steht der Schulsessel wieder im Freien. Ah! Oh. Hallo! Achso, hallo! Immer freudiger die Frau begrüßen als den Hund. Ich habe mich mal beschwert, weil er immer den Hund freudiger begrüßt als mich. Ja, super. Zum Hund sagt er immer, hallo Hund! Da ist Öl am Dingsbums. Ah, Schnitzel! Du wolltest ja Schnitzel haben. Nur vier? Nein, 8 gibt es insgesamt. Naja, wie sollten das reichen? So, hallo. So, jetzt, da liegt ein Paket im Regen. Hast du was bestellt? Ich habe sicher was bestellt. Dann solltest du es vielleicht ein Kind rausschicken, dass es das Paket holt. Aber ich will mein Paket holen. Ja. Wie kannst du dann holen, von mir aus? Na, der Wenzel hat die schon gegessen. Und der Wenzel ist auch so nett und stellt den Holzsessel unter Dach. Bitte, danke. Ja, überraschend anstrengend war der Tag heute. Bist du fertig? Aber zumindest ist kein Flipper kaputt gegangen. Im Gegenteil. Ich dachte, der Tales of the Raven Knights hat wieder seine Probleme, weil er ewig gestanden ist. Aber eigentlich ist nur der Beutel dort drin und keiner hat ihn weggeschossen. Ist auch okay. Ist ja okay. So, die Videos habe ich bereits hochgeladen. Nicht dieses hier, sondern andere. Und jetzt schauen wir uns mal, was uns der YouTube so vorschlägt. GBR Thrift, 6 Manos Thrift Hole. Nostalgia Nerd. What Julius Caesar Really Looked Like von Phil Edwards. Petsky Robots, the 8-Bit Guy. Where Does Grounded Electricity Actually Go for Practical Engineering. Milliardenmarkt, Esoterik, Glaube versetzt Geldberger, extra 3. KSTV aus das Klemm, Baustein Shopping TV von Johnny's World. A Turntable that also plays CDs and Cassettes von For Westlife. Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr ausgelastet. Dieses Minigolf-Ding hat mich ziemlich ressourcenmäßig heute gekostet. Das Überkopfarbeiten, ihr wisst, ich habe da Überkopf gearbeitet. Es geht überhaupt nicht. Das ist sehr anstrengend und von und zu überhaupt. Und jetzt hat meine Frau ganz tolle Kaffee-Ohl-Suppe gemacht und Schnitzel mit Ding. Ja, das habe ich jetzt gegessen und jetzt habe ich noch was naschen, weil in der Depression darf man das. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier, auf den YouTube-Kanal.